Sie haben es geschafft. Die St. Galler Jungparteien haben 4'000 Unterschriften gegen das Vermummungsverbot gesammelt. Sie haben sich in der Pflicht gefühlt. Schlussendlich ist es natürlich so, dass die Parlamentarier, unsere gewählten Gesetzesgeber, eigentlich eine Aufgabe haben. Und die haben sie jetzt eben genau bei dieser Sache nicht wahrgenommen. Sie haben Symbolpolitik betrieben, und zwar gefährliche Symbolpolitik. Und darum haben wir das Referendum ergriffen. Für die CVP geht es nicht um Symbolpolitik. Sie sagen, sie würden nicht falsch verstanden. Weil es geht hier einfach nicht darum, dass man ein Burka-Verbot ausspricht, sondern es geht darum, dass Verhüllungsregeln im öffentlichen Raum klar dort regeln. Bis jetzt haben wir im Übertretungsstrafgesetz Artikel 12 einen Artikel drin, wo es genau regelt, und zwar im Umfeld von Sportveranstaltungen und bei bewilligten Demonstrationen und Veranstaltungen. Mit dem Gesetz treffen wir die Falschen. Man straft wieder mit Kultur und Tourismus. Wahrscheinlich eher Fasnächtler oder wie man das auch in Österreich sieht, dann irgendwelche Werbemaskottchen. Oder, wie sie eben richtig sagen, Touristinnen, die wir aber definitiv in unserem Kanton nicht haben. Dann will die bürgerliche Allianz aus CVP und SVP auf keinen Fall schaden. Darum haben sie das Gesetz auch dementsprechend formuliert. Der Artikel kann ganz klar den Behörden offen lassen, um zu sagen, wie sie das mit dem umgehen, wie sie handeln wollen. Weil im Artikel heisst, wer die öffentliche Sicherheit gefährdet, oder der religiöse Frieden auch, dann können die Behörden einschreiten. Das Referendumskomitee glaubt nicht daran. Also die Tatsache ist eigentlich, dass so, wie es jetzt im Gesetz steht, ist das gar nicht durchsetzbar. Der Polizist müsste eigentlich bei jeder Gesichtsverhüllung einzeln prüfen, ob da eine Gefahr besteht. Die Unterschriften hat man nicht immer nur bei schönem Wetter können sammeln. Darum bringt das ihnen auch von ihren Gegnern Respekt ein. Ich habe Respekt vor jeder demokratischen Leistung, sei es im Parlament, sei es auf der Straße, sei es in den Diskussionen. Das ist unser System. Während der Sammelphase haben wir aber Buchlinde, Devi, Friederike, ich weiß gar nicht, wie sie alle geheißen haben. Wir hatten Weihnachten, wir hatten Silvester zwischendrin, also sehr mühsame Sammelfrist. Und ja, dementsprechend bin ich natürlich froh, haben wir jetzt die erste Etappe so geschafft. Wenn das Bevölkerung darüber abstimmt, entscheidet der Regierungsrat.